Aufnahme ist Hallo gestartet. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Jungle mit Captinus und Skylander 0815. Hi. So, wir sind hier immer noch am Strand und versuchen so ein bisschen klarzukommen aufs Leben. Ist echt sehr schwierig, aber es geht. So, ich werde erstmal ein paar Mobs neutralisieren. Die sind ganz... Oh, ich bin ja fast tot. Oh, scheiße. Ich hatte nur noch ein halbes Herz und dachte, ich könnte... Warum kann man das nicht sehen? Muss man den immer nicht direkt neben dem... Das verstehe ich so ganz. Oh Gott. Wieder schon gut los hier. So, ich starte auch schon mal meine Aufnahme. Hallo, servus und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Jungle. Mit Chris und der Duden. Wir sind hier wieder an unserem Strand. Nee, das habe ich doch gesagt. Nicht zu sterben. Sagst du manchmal alles, was ich gesagt habe. Ja, ja, aber nur anders. Ja, super. Nein, das hat sich ja nicht viel geändert, was man jetzt sagen könnte. Nee, das stimmt schon. Ich jetzt noch sagen, können wir versuchen, auf unser Leben klarzukommen, was ich bei deiner Anmod gesagt habe. Stimmt. Wir versuchen auf unser Leben. Ja, wir versuchen auf unser Leben klarzukommen. Ja, okay. Was? Hey, und herzlich willkommen zur ersten Folge Minecraft Jungle. Warum ihr jetzt per Starterfolge hört, liegt einfach daran, dass man OBS ein bisschen rumgespackt hat und Minecraft nur dazu. Ja, bin natürlich nicht allein in einem solchen Projekt. Dabei ist Hanno, der liebe Captinus und der liebe der Duden. Hi. Hallo. Enzo, Dschungelbewohner. Komische Menschen. Uga Buga. Richtig seltsam. Uga Buga. Dann kümmere ich mir jetzt mal drum, dass wir Coke auf den Kram. Ich versuche hier unsere Fackeln ein bisschen sparsamer zu setzen, damit wir ein bisschen Kohle einsparen können. Aber eigentlich wollte ich das Konstrukt machen. Mit dem Coke auf den Kram Holzkohle herstellen. Also vor dem her. Wer spart, verliert. Okay. Ganz einfach. War nicht irgend so ein bayerischer Kanzler mit so einem Sparpaket unter uns? Ich habe Klee gefunden, einen ganzen Haufen. Ja, bei der nächsten Zeit. Was zu essen? Ja, muss ich mal was. Oh, hier ist richtig viel Klee. Ich glaube, du kannst sogar mitfahren. Ja, ich bin schon ein bisschen rum. Man muss ja ein bisschen die Welt erkunden. So ja, sein. Eben. Wir können es auch aufteilen. Julius hat ja hier eine riesige 5000 auf 5000 Block Map erstellt, oder? Oh, nice. Ja. Einfach aus Prinzip. Apropos Map, ich blende die jetzt mal hier bei mir ein. Natürlich wird das hier sind genau hier. Also Orientierung. Ja. Hast du jetzt vor gerade. Vor mir ist ein Tiger und dahinter ist ein Melon. Hast du jetzt gerade die Zukunft vorhergesehen? Das sollte ich dir in der Baustelle zeigen. Nee, du. Ich würde dir vielleicht den Thumbnail reinpacken. Also nee, kannst du sie gerne schicken, ich guck mal, was also du. Ich schicke dir sowieso noch das Logo. Ne? Cool. Ja, professioneller Stealth. Das machen wir auch noch alles. Cool, du musst das in mein Thumbnail einnehmen, das du für mich machst. Ja, ich nicht, kann man es für andere Leute machen, aber nicht aus dem Grund, was ihr jetzt denkt, sondern einfach, jetzt habe ich zwei gemacht. Weil zwei ich dann automatisch auch meinen eigenen Stil da einbauen, das wäre dann irgendwie komisch. Ja. Oh geil, hier sind so viele Gräser. So, dann haben wir auch... I
Wenn du die immer 6 Blöcke auseinandersetzt, also genau 6 dazwischen, dann haben wir vielleicht noch ein paar mehr. Kann man das nicht, auch nicht anzeigen lassen, irgendwie mit den Kreuzen oder so? Dafür braucht man auch das Light, den Mittling oder sowas. Und wenn, dann war es F7, die Taste. Ja, auf jeden Fall ist immer 6 Blöcke diagonal dazwischen freilassen und 6 Blöcke in der Reihe. So wie ich es gemacht habe hier, dann kannst du perfekt ganz viele setzen. Ja. Okay. Ja, ich glaube, ich pack die Mod noch rein, weil die ist sehr praktisch. Guck mal, als letzter bist du bei mir vielleicht besser, ich eigentlich gerade, warte mal. Viel. Warum ist jetzt hier eine Fackel? So. Gut. Haben wir schon einen Eimer eigentlich? Nee, ne? Ja, ich bin jetzt auf Eisensuche. Ah, dafür muss ich erstmal ein paar Torches machen. Break. Da, die Drama. So, das wird jetzt ja auch wieder Nacht. Aber ich kann euch jetzt nicht helfen, ich muss Eisen holen. Für Erfolg und Vaterland. Boah, okay. Der Curry wächst ja so Eisen langsam, Alter. Eisen ist auf allen Höhen gleich wahrscheinlich, oder? Nö. Hey, wir spawnen sogar Mob-Sachen. Guck mal, ich hab Copperauer. Nice. Lol. Das war noch ein mit der Natural Generation. Dann die Natur zeigt trotzdem praktisch, wenn wir das dann später automatisieren. Naja. Sparen wir uns den riesigen Umweg über einen Excavator, der sowieso nicht weg ist. Den habe ich besser nicht verstanden. Den wollten wir, wer sich noch dran erinnert, in Minecraft Jurassic auch bauen. Haben wir dann aber auseffizient. Ja, bis dahin sind wir angelangt. Ja, doch, wir hätten schon zusammenbasteln können, das war jetzt nicht das Problem, aber der war einfach nicht effizient. Nur ich meine, ich habe die Steam Turbine baut aus Jux und Laune. Mhm. Weil die Energie aber nicht wirklich Eisen, drauf. Gibt's bei Eisen irgendeine Höhe, wo man. Ja, also unter dem Meeresniveau ist immer Eisen. Ja. Also unterm Wasserlevel. Ja, gut. Ich bin gerade bei 51, heißt, ich bin unter Wasserlevel. Einmal mal eine kleine Strip-Mine-Aktion hier. Die machen wir mal schnell Bone-Teile von meinem. Oh, wow, ich hab gar nicht gemerkt, wie dunkel das jetzt schon ist. Geht immer so schnell, ja? Ja, Fleisch da unten. Ach cool, ich hab einmal Copper von Galactic Craft und einmal Copper von Thermal Foundation. Oh ja. Nice. Alter, das ist saugeil, weil du nämlich wenn es ganz blöd läuft, dann ist nämlich das Modlib, nicht Modlib, sondern das Ore Dictionary nicht synchronisiert und dann kannst du wirklich für die Galactic Craft Teile bloß die Galactic Craft Copper nutzen und für die anderen nur das Thermal Expansion Copper und oh. Naja, so, jetzt haben wir noch einen dritten Stamm mit Kakaobohnen. Naja, wir sollten aber vielleicht. Ja. Hey, oh mein Gott. Das war compressed. Oh nein. Shit, oh Gott. Ich würde dir ja helfen wollen, aber ich habe nur 3 Herzen. Ich komme mal von hinten und versuche irgendwie ein bisschen aufzuräumen. Die sind richtig gemein. Einfach für den COD-Zombies trainen. Ich habe so viel Kohle und so viele Fackeln bauen. Oh, wenn ich allein schon daran denke, wird mein Mensch. Okay, die haben wir. So. Nice. Schneide ich auf. Ja, dann haben wir jetzt wieder ein bisschen was zum Essen. Mhm. Ja, sage. Ja. Hier ist echt viel Kohle. Also sehr gut.
Kann ich nicht. Oh nein. Die ich hier reingieten. Was Fackeln damit? Da ist meine Stone Pickaxe gleich kaputt. Kann die irgendwie reparieren? Wenn du Tankless Construct hast, ja. Mal den rein. Okay. Ja, Tinkers Construct kann man reparieren, oder was? Ja, Tinkers Construct. Wie kann man diese Racks da machen? Rack? Ja, okay. Das sind drei Slabs nebeneinander. Ah, okay. Oh mein Gott, was machst du hier? Was ist denn los? Oje, oje, oje. Was ist? Ich fahre. Null. Compressed 2 da. Oje. Ja, die gekillt hab und wir fahren dadurch Strings, damit wir endlich ein Fitmacher kennen. Ja, das ist schon gut. Okay, entspannt. Ja. Perfekt, könnt ihr mir Scheiß. Ah, Skeleton. Und tot. Sehr gut. Ich bin wieder an meinem Lieblingsort. Da ist noch eine Compressed Spider. Oh je. Ich hab Herz mal wieder. Die sind ja voll Schützen. Ja, meins. Ja, ich wollte deine Sachen nicht aufsammeln, deswegen habe ich das Skelett mal am Leben gelassen. Oh Gott, ein Creeper hier. Ein Compressed Zombie. Uff. Und die Nacht, die ballert wieder richtig rein hier. Oh, scheiße. Wir haben 2 Mobs bei uns. Wir müssen echt den voll bauen. Ey, wir brauchen wirklich Palisaden mal oder sowas. Ne? Also Clay ist in der Kiste auf jeden Fall welcher gewesen. Ja, aber wir haben mehrere gehabt. Viel mehrere. Wir brauchen mehrere. Kann man Sandstone craften? Ja. Vielleicht ist wieder was hier runtergefallen. Warst du hier unten schon? Nee, da unten war noch nicht. Ich habe auf jeden Fall nur die nötigsten Sachen nur noch. Nicht schon wieder. Meine Idee. Okay. Kaum ist wieder Tag, geht's nicht einfach weiter. Julius, hast du Clay in der... Ach, lol. Ich war einfach bloß blind, hab's gefunden. Zwar haben wir hier... Hammer. Okay, Zaun war die Blöcke an die Seite. Und Sticks in die Mitte. Schön. Fans. Wir haben unseren ersten Kirks-Elfen. Kirks-Elfen. Hallo, da kann man Kelz nicht fällen, die. So. Damit werde ich sagen, war es aber mit meiner Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war chaotisch wie immer. Bin wie mit mehr als eine Person aufnehmen. Klasse. Ja, ja. Wieder was sei. Man sieht sich hoffentlich im nächsten Video oder Stream. Und Servus. Ja, dann sage ich auch mal bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Bis dann.